Keto-Ernährung schön und gut. Man kann richtig tolle und leckere Sachen ketogen kochen. Das seht ihr hier auf meinem Kanal immer wieder in den Rezepten, die ich hier poste. Allerdings ist Keto auch nur dann Keto, wenn man sagt, man misst seinen Wert. Und den Ketonwert zu messen, das macht tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, gerade am Anfang und gerade wenn man in Ketose kommen will, was ja das Ziel der ketogenen Ernährung ist, dass der Körper aus den Fettsäuren Ketonkörper als Energieträger produziert und den Körper damit in Ketose bringt. Deswegen ernähren wir uns so, deswegen möchten wir die Ketose erreichen, weil sie ein super effizienter Energiezustand ist und weil man damit einfach nur profitiert, körperlich sowie geistig, im Sport, sei es zum Abnehmen, Fettverlust und so weiter und so fort. Genau, allerdings ist die ketogene Ernährung macht eben nur dann wirklich Sinn und man weiß nur, ob man in Ketose ist, wenn man den Wert misst. Super viele Leute sagen, hey, ich ernähre mich ketogen, hey, ich bin in Ketose, aber sie messen ihren Wert nicht. Und wenn man den Wert nicht misst, dann kann man es auch gar nicht sagen. Es gibt verschiedene Methoden, um den Ketonwert im Körper zu messen. Einmal durch den Urin, da gibt es solche Urinsticks. Das ist allerdings sehr, sehr ungenau, weil der Körper scheidet halt natürlich auch über den Urin Ketonkörper, die er produziert, aus. Wie gesagt, sehr ungenau. Dann gibt es die Möglichkeit, über den Atem zu messen, weil ein Ketonkörper, den der Körper bei der ketogenen Ernährung mitproduziert, es werden nämlich 3 an der Zahl produziert, ist ein Ketonkörper, der über den Atem ausgeschieden wird. Deswegen hat man auch oft dann so ein bisschen einen Keto-Atem, also leicht Mundgeruch, riecht ein bisschen wie Aceton. Das ist das Aceton-Acetat, was der Körper produziert. Ich will hier aber gar nicht wissenschaftlich reden, deswegen kann man es auch über den Atem messen. Allerdings ist das auch sehr, sehr ungenau. Die genaueste Messung, und das gilt wirklich für alles, egal ob Blutzucker oder sonst was, ist immer im Blut zu messen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Messgeräte, mit denen man das im Blut messen kann. Ich habe es auch schon öfter gemessen und tatsächlich ist das sehr, sehr genau. Also wer wirklich wissen will, ob ein Ketose ist, der sollte sich so ein Blutmessgerät anlegen und zumindest einmal am Tag messen, wenn er sich streng ketogen ernährt, um einfach zu wissen, hey, habe ich denn überhaupt den Zustand? Klar kann man es fühlen, aber Zahlen sprechen für sich und Zahlen ist immer viel effizienter. Und wie man misst, das zeige ich euch jetzt. Ja, hier Florence Lazy Keto World ist hier am Start, macht übrigens ganz coole, witzige Sachen auf TikTok. Also wer TikTok hat, dann mal vorbeischauen, wer sie tanzen sehen mag. Ja, heute ist Tag 1 der 30 Tage Keto Challenge und sie hat schon ganz große Angst, weil gleich wird gepikst. Nee, es tut nicht weh. Also wir messen nämlich eben auch unsere Ketonwerte mit diesem On-Call-Testgerät, der Bluttestmethode. Gibt es noch Pinkeln, das könnten wir jetzt schlecht vormachen, deswegen habe ich es nicht gewählt. Nee, ist nicht ganz so genau. Oder Atemgas, nee, Blut ist so ziemlich das Genaueste, das nehmen wir jetzt. Und wir haben gerade Keto-Pizza gegessen, heute Morgen gab es bei mir Eier, bei dir Bulletproof. Und jetzt schauen wir mal, was ich habe. Normalerweise, da wir ja nicht 100% Keto davor gemacht haben, wobei schon sehr angelehnt, dürfte der Wert jetzt noch nicht so hoch sein, ist ja erst Tag 1. Mhm. Ja. Okay, geht. So, du kannst schon mal die Nadel ausatmen, du magst mir helfen, okay, warte. Großer Bluttropfen, nicht wie bei Insulin, also Blutzucker messen, ja. Nah ran, nee. Aber nicht aufsetzen. Nee, okay. So. Kriegst du es hin oder soll ich? Was soll ich denn mal machen selber? Ja, das Blut auf. Nee, nicht, dass ich es falsch mache. So. Ah, jetzt. Ah, okay. Jetzt zählt es runter. Schmeckt nach Eisen. Hast du ein Papier? Das, okay, andersrum halten. Okay. 0,4 schon. Das ist richtig cool. Habe ich nicht erwartet. Ab 0,5 sprechen wir von der nahrungsinduzierten Ketose. Also noch 0,1 mehr, dann wäre ich schon also so wirklich in der Ketose. Und jetzt schauen wir gleich mal, was bei der Florence der Fall ist. Ja? Ja. Wir tauschen die Nadel aus, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja keine Blutsbrüderschaft machen, nee, einfach wegen Krankheiten etc. Und wenn du kein Mediziner bist, darfst du dich auch nicht selber pieksen. Doch, man soll sich selber pieksen. Selber du darfst pieksen. Keinen anderen genau. Pieksen. Also ich darf jetzt nicht sie pieksen, nee. Also sie vielleicht schon. Ich muss mich selber pieksen. Nee. Genau, rein rechtlich nicht, vor allem nicht vor Kamera. Ja. Ja. Zack, zack. Machst du einen Streifen rein? Kriegst du auch einen Teststreifen? Na gut. Bei mir kommt oft nicht so viel Blut raus, wie es sein soll. Jetzt muss ich schauen. Du kannst da so ein paar Tipps befolgen, nämlich mal Armkreisen. Steh mal kurz auf. Armkreisen. Groß, groß Armkreisen. Ja. Jawohl. Ja, und dann setz dich mal hin. Ja, also die Gerät wäre ready.
So, jetzt dann einfach so, ja, piekst du mal da, ja, wo es immer gut ist, fest draufdrücken und klick. Okay. So, und jetzt einen großen Tropfen braucht's. Großen Tropfen ein bisschen runterhängen lassen vielleicht. Ja, aber das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, oder? Ja, wollt ihr auch sehen? So schaut's aus. Ja. Und jetzt tun wir das Gerät hinhalten. Flop. Okay. Ach, perfekt. Piepst, wenn es voll ist. Boah, und 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alles für die Wissenschaft. Ja. Ist voll aufregend, immer zu messen. Schon. 1,1! Und 1, ich bin 1. voll in Ketose. Also, was sind die Vorteile Ketose? Voll drauf sein, gell? Voll drauf sein, merkt man das? Ich weiß es nicht. Ich mache gleich einen TikTok, da bin ich voll drauf. Also, wenn du schon mal in Ketose warst, dann kannst du einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn du schon mal gemessen hast. Zeig uns, welches Messgerät. Floros will gleich noch ein Foto von ihrem Wert machen nach der zweiten Mahlzeit. Naja, wir ernähren uns ja die meiste Zeit Low Carb, Lazy Keto, aber 100% Keto ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Ja. So, während wir hier filmen, macht sie noch ein Foto. Oh, das kannst du ein bisschen nach links. So? Rechts. Rechts, links. So, perfekt. Ja. Gut, danke. Super. Also, dann bleibt einfach dran. Wir werden morgen, denke ich, dann auch mal die Körperfettwerte besprechen und was so die Ziele sind. Und noch ein bisschen mehr verraten. Bis dann. Ciao, ciao.